Da bin ich auch schon wieder. Und zwar habe ich jetzt noch einen kleinen Haul. Ich habe jetzt entschlossen, weil es ein paar Läden mehr sind als nur Action, dass ich das alles zusammenfüge, weil ich im Teddy und im Rossmann nur ein paar Kleinigkeiten geholt habe, das nicht ganz so viel ist. Zeige ich das einfach vorab und mache dann die Action-Sachen. Action ist auch nicht ganz so viel, da ich ja erst gestern da war. Also machen wir heute mal so einen kleinen Mischmasch-Haul, bunt gemischt durch den Garten. Und zwar fangen wir mal an mit Rossmann. Ich war mit meinen Eltern noch bei Rossmann drin und ja, wie es so ist, man muss natürlich schauen, was haben die so Schönes und bin hängen geblieben, wo Schreibwaren und Sticker und so, Dekoklammern und so weiter waren. Und habe hier so ganz süße Sticker entdeckt. Einmal habe ich hier diese, mal schauen, ob das fokussiert. Ist natürlich wieder ganz meins. Eisbecher, hier nur Orangen. Scheibe, Kirschen in Schokolade, Erdbeere in Schokolade, Donuts, Teekanne ist hier noch, ein Eisbecher. Also das ist natürlich wieder total meins, gefällt mir super. Das sind so wie Puffy-Sticker. Die fand ich sehr schön. Die mussten auf jeden Fall mit, kosten 1,29. Dann, die war mir zuerst ins Auge gesprungen, gab es hier diese Deko-Sticker auch für 1,29 €. Was finde ich noch okay ist, denn das sind so klare Sticker und man sieht es vielleicht schlecht, aber die haben so ein bisschen so ein Glitter. Also die wirken glitzerig. Die sind aber nicht obendrauf beglitzert, sondern eher unter dieser klaren Schicht ist das Motiv so glitzerig oder so schimmernd. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen in der Kamera. Jedenfalls fand ich die total putzig hier mit der Palme und die Bananen. Das hat ja auch was Tropisches mit den Vögelchen. Und die sind doch total süß, oder? Schaut mal. Sind die nicht so niedlich? Der hat die Banane in der Hand und hier dieser Obstkorb. Also ich fand die echt traumhaft schön. Die sind super für so Babyalben oder so, finde ich, weil die so auch niedlich aussehen. Also die mussten auf jeden Fall mit. Die fand ich sehr schön. Und da konnte ich natürlich auch nicht dran vorbeigehen. Schaut euch die an. Sind die nicht der Hammer? Ich stehe ja total auf so Tiermotive, besonders wenn es so niedliche, kindliche Tiermotive sind. Und die sind so der Hammer, weil die so diese großen Glubschaugen haben. So wie bei diesen Glubschi-Plüschtieren, die es gibt. Die sind auch so schimmernd. Schaut euch die an. Ja, ist das nicht witzig? Diese großen Kulleraugen. Also die fand ich ja sowas von goldig. Die mussten auf jeden Fall mit. Die haben mich so richtig angeguckt mit ihren großen, runden Kulleraugen. Die sind so niedlich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, die zu verbasteln. Also die sind echt traumhaft schön. Auch 1,29. Ja, es ist jetzt ein bisschen teurer als Teddy oder so. Aber ich fand sie halt wirklich super, super schön und gedacht, die nehme ich mal mit. Ich hatte auch einen 10% Rabattgutschein. Von daher ging das. Habe ich 39 Cent gespart. Und dann dachte ich, nehme ich mir die drei Sets einfach mal mit. Dann war ich beim Teddy drin. Ist ja direkt neben der Post. Und bei der Post bin ich ja zurzeit öfter mal um Tauschpost oder so wegzubringen oder was abzuholen. Die liebe Post, die ärgert mich zurzeit. Ich habe jetzt das dritte Mal die Woche eine Karte drin, obwohl immer einer zu Hause war. Also renne ich morgen schon wieder mal hin. Ich muss zwar auch Pakete abgeben, aber ich renne auch wieder hin, um was abzuholen. Ist echt nicht mehr lustig. Und Beschweren bringt da genauso viel, wie als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ich hatte da schon mal eine Geschichte und hat gar nichts gebracht. Dann habe ich hier einmal mitgenommen Schlüsselringe. 15 Stück sind jetzt hier drin. Ich weiß gar nicht, steht da was drauf? Zwecks Durchmesser oder so. Ne, 15 Stück, aber ich denke mal, das ist so eine ganz normale Größe. Und die waren jetzt gar nicht bei den Bastelartikeln vorne. Da gibt es auch immer welche, aber da sind immer nur 5 drin. Die sind auch meistens in Blümchen oder Herzform oder so. Also nicht diese einfachen. Die waren jetzt hinten hier bei einer Werkzeugabteilung, würde ich mal sagen, wo es so Malerbedarf gibt und Werkzeuge und so Filzgleiter für unter Möbel machen und so. Und da habe ich diese entdeckt. Und dachte ich, die sind ja ganz toll. Wenn ich jetzt so Anhängerchen und so machen möchte, nehme ich die auf jeden Fall mit. 15 Stück für 1 € kann man jetzt nicht meckern, denke ich. Die sind sonst sicherlich teurer. Also musste das Päckchen einmal mit beim Teddy für 1 €. Und dann habe ich entdeckt, ich schaue ja immer mal nach so Perlenbastelsachen, ob es neue Perlen oder so Zubehör gibt. Da gab es jetzt hier diese, ich weiß nicht, erkennt man das hier? Ja, so sieht man es. Silberperlen, 50 Stück sind drin. Und die möchte ich gerne nehmen als Heiligenscheine für die
Engelchen, für die Perlenengel, die ich machen möchte. Da sind die super geeignet. Ich habe mir zwar auch schon ein paar andere bestellt, ein paar habe ich auch schon da, aber die sind immer so ein bisschen anders und so habe ich mal ein paar unterschiedliche, ein bisschen was zur Auswahl, um zu variieren. Kosten, wie gesagt, auch 1 Euro das Tütchen. Und dann musste hier noch mit einmal so kleine silberne Karabinerhaken, 20 Stück für 1 Euro. Und das Gute daran fand ich ist, dass die hier unten schon so einen kleinen Bindering dran haben an dem Karabiner. Also nicht nur diese Öse, manchmal kriegt man ja nur die Karabiner mit dieser Öse, wo man diesen Ring noch dran befestigen muss. Und hier ist dieser kleine Ring aber schon direkt mit dran, dass man so Anhängerchen machen kann. Fand ich auch super. Also das Tütchen auch einmal mit. Die haben immer mal was anderes hängen. Ich schaue da immer mal wieder. Kommt immer das ein oder andere mal mit. Und heute war es mal mehr so ein bisschen Zubehör. Dann mitgenommen, hier habe ich einmal diese wunderschönen Servietten in diesem hellblau gestreift. Mit diesen Flamingos drauf. Die fand ich so schön. Und ich stehe ja zurzeit auf diese tropischen Motive, ob es nur Früchte sind oder Tiere. Das ist total meins momentan. Da sind jetzt 20 Stück drin, auch für 1 Euro. Ein ganz normaler Preis für Servietten und die gefielen mir halt richtig gut. Die werde ich für meinen Geburtstag verwenden. Da habe ich schon von meiner Schwester die Strohhalme bekommen und so eine Party-Pika. So, sieht aus wie Zahnstocher mit so einem Flamingo dran. Da passen die Servietten dann perfekt dazu. Dann einmal Sticker sind mitgekommen. Die habe ich jetzt auch neu entdeckt. Hier steht Schaumstoffsticker. Es sind auch Schaumstoffsticker, also so ein bisschen erhabene, aber sie sind schon mit so einem Metallic-Effekt, also so wie geprägt, würde ich fast sagen. Auch erhaben, wie die Schaumstoffsticker, aber halt so einen metallischen Glanz haben, diese Oberfläche. Sorry, das Licht. Und das sind jetzt hier so Waldbewohner, würde ich sagen. Also Eichhörnchen, Pilze, Igel, die Eule. Sie ist hier nicht zu vergessen. Und die fand ich total niedlich und putzig. Die habe ich auch einmal mitgenommen. Da gab es noch ein paar andere Varianten auch von diesen Stickern in dieser metallischen Optik. Aber die gefielen mir jetzt am besten. Und ich habe jetzt hier mein ganzes Schubladenregal an der Seite schon voller Sticker. Von daher habe ich jetzt nur einmal mitgenommen, weil das irgendwann doch ein bisschen viel wird und man gar nicht so schnell verbasteln kann. Dann habe ich noch diesen Block hier entdeckt, den gab es das letzte Mal auch noch nicht. Die wurden auch gerade neu ausgepackt. Also sie stand vorm Regal mit lauter Kisten und hat hingepackt. Ich bin dann, als sie welche hingelegt hatte, nochmal ran und habe geschaut. Und da habe ich diesen entdeckt. Den finde ich hier sehr schön mit den Blumen. Das sind so schöne Farben und es wirkt so wie so Aquarell, so ein bisschen so verlaufene. Da sind auch immer so hier 4 neutrale dabei und die anderen halt mit diesen Blütenmotiven. Die fand ich sehr schön. Das sind jetzt 32 Blatt, 4x8 Motive. 14,8 x 21 cm, 200 Gramm schwer, also diese A5-Größe, wie ich immer sage. Ne? Ich zeige es euch nochmal kurz durch. Dann haben wir hier einmal dieses. Ich staune, wie oft die da jetzt wirklich Neues haben. Das ist schon fast wieder so ein bisschen Gorgeous-Style, würde ich sagen. Gucken, wie man das verwenden kann. Das ist doch traumhaft, oder? Das wirkt so verlaufen, so wie Aquarell wirklich. Die finde ich sehr schön, diesen Farbeffekt. Und die Farben generell sind sehr schön. Dann hier auch noch so ein neutrales, was man natürlich auch immer gut verwenden kann. Das ist auch wunderschön. Traumhaft. Also die haben echt wunderschöne Blöcke. Ich hatte noch einen anderen in der Hand von diesen länglichen, so mit Palmenmotiven und ein bisschen Ananas und so, aber das war farblich nicht ganz meins. Und da ich wirklich schon massenhaft Papier habe und gar nicht mehr weiß, wohin damit, habe ich den dann doch nicht mitgenommen. Die sind auch sehr schön. Also wirklich traumhaft. Und die sind jetzt wirklich sehr schön von den Farben und Motiven, die es aktuell im Teddy gibt. Und dann musste dieser hier mit. Den habe ich letztens auch schon bei jemandem gesehen. Den fand ich so wunderschön. Die Farben einfach, dieses rosa, lila, blau und dann diese Blumenmotive und dieses Aquarellmäßige, das ist einfach wunderschön. Oder hier dieses Verwischte. Traumhaft. Auch das hat hier was. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist dieser länglich. Achso, der A5, der kostet beim Teddy 2 Euro. Und diese hier kosten 2,50, 15 x 30 cm, 200 Gramm schwer, 24 Platte, 12 x 2 Motive. So, einmal kurz einen Blick reinwerfen. Das hat auch so wunderschöne Farben und so aquarellmäßig sieht das aus. Sehr schön. Das gepunktete ist auch nicht schlecht. Oder die hier. Traumhaft, oder? So richtig
verlaufen. Das ist auch schön. Wunderschön. Das ist echt Wahnsinn, dass es zurzeit so schöne Papiere überall gibt. Man kauft sich echt dämlich und kommt gar nicht hinterher mit dem Basteln bei dem ganzen Papier. Diesen. Nicole, ich weiß jetzt gar nicht, ob du die schon hattest, gezeigt hast. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schaue so viel Hauls, dass ich mir das aber nicht merken kann, wer was gezeigt hat. Kann sein, dass du die schon gezeigt hattest, dass sie mit dabei waren. Aber, oh, der ist doch, die Farben. Der Knaller. Das ist so genial, das Papier. Oder das hier, das ist auch so blau-türkis. Wow. Also die sind einfach mal echt genial, diese Papiere. Der, wie gesagt, hier 2,50 Euro. Ja, und Nicole, ich war im winzigen Teddy, wie gesagt, heute, also in keinem großen, bei mir hier im winzigen neben der Post. Aber ich staune, dass ich selbst in den großen, wo ich sonst immer war, gar nicht so aktuelle oder neue Blöcke bekommen habe. Eher noch Weihnachtsblöcke und weiß ich, was da für welche lagen. Dass ich in dem kleinen, winzigen jetzt immer so gut die Blöcke bekomme. Also meistens habe ich sie dann im Endeffekt doch im kleinen Teddy bekommen und hätte gar nicht im großen gucken müssen. Egal. Also dann haben wir die Sachen vom Teddy durch. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem kleinen Einkauf vom Action. Da habe ich nochmal was bekommen, was ich gestern auch schon geholt habe, aber da fehlte mir noch was, da war heute das Regal voll, da habe ich nochmal zugeschlagen. Und zwar hier, Gabi, für dich, das fehlte für dich noch das Set, dieses Blümchen-Set, die Glitzerholzteile in so rosa, pink und gelb. Es sind immer 36 Teile drin, kostet 99 Cent das Pack. Finde ich super, weil die Holzteile, die es vorher gab, da war, glaube ich, auch nicht mehr drin. Und die waren ja ganz normal, so aus dem Naturholz. Und die waren gar nicht mit Glitzer oder so gemacht. Und haben das Gleiche gekostet. Also ein super Preis, echt. Also einmal die Variante für dich, Gabi. Dann hier die Schmetterlinge. Die finde ich persönlich am schönsten. Also auch die Farben und überhaupt so die Motive sind wunderschön. Die Schmetterlinge noch für dich. Und dieses Set, das hatte mir auch noch gefehlt. Sind so Blümchen, Teekanne, Gießkanne. Ist das eine Teekanne oder nicht? Na, das ist eine Teekanne und das ist eine Gießkanne. Eine Sonne, hier so Gartengeräte, auch ein Schmetterling. Also das ist schon auch sehr schön und sehr schöne Farben. Die drei sind dann noch für dich. Ich habe mein letztes auch noch bekommen. Also das habe ich dann zweimal genommen, weil mir das noch fehlte gestern. Ich hatte ja nur 5 von 6. Und, ihr werdet es nicht glauben, aber immer wenn ich im Action war, gab es kein einziges Paket von den Holzbuchstaben. Weder schwarz noch weiß, noch diese naturfarbenen. Ich wollte eh diese Farbe haben, da ich die immer am schönsten finde. Und mir zur Not auch selber noch anmale oder so, wie ich sie gerade brauche. Von daher war ich ganz froh. Und das waren die letzten zwei Pakete, die noch da lagen, ganz einsam. Und die habe ich mir natürlich gleich geschnappt. Da kostet ein Paket auch 99 Cent von. Und die sind wirklich sehr schön klein. Die kann man super für Pocketletter oder Goodiebags oder so auch nehmen, würde ich sagen, um so einen kleinen Text oder irgendwie was noch drauf zu machen. Also von der Größe sind die wirklich optimal und sehr schön. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie nehme, aber als ich sie dann gesehen habe, fand ich sie echt sehr hübsch und habe sie natürlich mitgenommen. Dann musste dieses Set heute noch mit. Da hast du, glaube ich, gestern nachgeschaut, Nicole. Und da gab es ja keine mehr. Da gab es nur noch die mit den bunten Perlen. Ich habe heute noch das entdeckt. Ich habe ja schon eins in diesen, also nur mit diesen silbernen Anhängerchen, aber nicht mit diesen Motiven. Also hier sind so Schninkefüße drin und Käfer. Was sind das? Das sind, glaube ich, Stiefel. Hier sind noch, das so Elfen oder so. Sieht fast so aus. Hier, das sieht auch sehr schön aus. Dann hier die Schlüssel, die fand ich auch traumhaft. Und verschiedene Perlen, Glöckchen, Ohrhänger sind wieder drin. Dann ist verschiedenes Band hier wieder drin, wie man sehen kann. Ich weiß gar nicht, ist das auch ein Verschluss oder ein Anhänger? Muss ich mir nachher mal genauer anschauen. Und dann hier dieser große Anhänger ist mit drin. Also ein paar von diesen Sets gab es in Berlin-Hohenschönhausen, wo ich heute mit meinen Eltern war, noch. Und das war das jetzt, was ich noch nicht hatte. Ich das noch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Also rosa, lila, blau habe ich, glaube ich, von jedem schon was. Aber es gibt immer mal so ein bisschen verschiedene Varianten. Also ich habe jetzt, glaube ich, 6 verschiedene Kästchen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Aber es reicht auch erstmal. Ich habe erstmal genug. Aber ich finde auch so diese Boxen so genial. Die sind so toll verpackt, die Sachen. Hier beim
Kiddy hat man die immer so in den Tütchen. Ja, macht man die Tüte auf und dann fliegen sie überall rum. Von daher finde ich diese Kästen super. Wenn nachher die Sachen da drin leer sind, kann man wieder so kleinen Kram wie die Sachen hier reinfüllen und hat sie super verstaut. Also die schon alleine wegen der Kistchen. Sind die echt genial, die Sets. Dann habe ich noch einmal mitgenommen, das gab es gestern in Marzahn nicht. Dieses Patchpapier, das fand ich so traumhaft schön mit diesem zarten Rosa und hier mit den leichten Punkten und Blümchen. Und vor allem hier mit den Vögelchen, das fand ich so schön. Ich hatte nämlich geschaut, hier hinten drauf, was es für Motive gibt. Und habe dann nach dem Set mit den Vögelchen hier gesucht, nach diesem pastelligen. Aber das gab es nicht. Und dann war ich froh, dass ich es heute nochmal gefunden habe. Das kostet 69 Cent, das habe ich euch ja schon gezeigt. Hier habe ich, glaube ich, nicht gesagt, 1,99 das Kästchen. Und wie ihr wahrscheinlich hier schon links im Bild sehen könnt, ja, ich habe heute die Blöcke bekommen. Es lagen allerdings nicht mehr von allen welche im Regal, aber da gerade ausgepackt wurde, haben wir uns aus den Kisten was schnappen können. Wir haben die Mitarbeiterin gefragt, sie hat uns den Karton aufgeschnitten, wir haben uns rausgenommen, was wir brauchten und den Rest dann ins Regal gelegt. 1,99 wie gehabt, hier die 30,5x30,5 Blöcke, 24 Blatt mit 2x24 Motive, also doppelseitig bedruckt, 250 Gramm schwer. Das ist jetzt hier dieser blaue, der hat so ein bisschen maritime Motive mit Ankern und so dabei und auch neutrale. Finde ich sehr schön und mir ist vor allem beim Durchblättern aufgefallen, dass dieser blaue, Moment, ich muss das mal aus dem Bild nehmen, sonst schmeißen wir das um, dass dieser blaue Block ein Motiv dreimal drin hat, und zwar dieses hier, was man hier unten sieht. Das ist dreimal drin. Ich habe erst gedacht, dafür wäre ein anderes vielleicht nur einmal dabei, aber nein, ich habe durchgezählt. Es sind nicht 24 Blätter, es sind 25 Blätter drin. Ein Blatt mehr. Was will man mehr für den Preis? Ich muss mal gucken, ob wir das ins Bild kriegen. Vielleicht so. Seht ihr das? Das ist auch schön. Irgendwie so ein Stoff, so ein gewebter. Hier mit den Ankern. Also ich wollte das hauptsächlich eigentlich auch wegen dieser maritimen Motive, weil es da immer nicht so viel von gibt. Und das fand ich sehr schön. Und diese neutralen Motive kann man auch immer super verwenden. Aber die sind auch traumhaft. Kommt natürlich immer drauf an, was man mitmacht, aber man findet ja für alles eine Verwendung. Hier ist das Blatt, was ich meinte. Das ist dann bei mir dreimal vorhanden. Ja, hier ist es nochmal. Also das ist zweimal hintereinander. Das hatte mich schon gewundert, weil es ja eigentlich sonst erst in der Mitte des Blockes wieder auftauchen sollte, also in der anderen Hälfte. So, auch sehr schön. Das ist auch toll hier auf der rechten Seite. Einfach gestreift, geht auch. Zarte Wellen. Das mit den Sternchen ist auch ganz niedlich. Hier haben wir noch die Anker. Und hier teilt sich dann der Block. Also, das ist einmal Beach Blues, die Variante Beach Blues. Jetzt muss ich gucken, wohin damit. Das ist hier ein bisschen schwierig in der kleinen Ecke. Dann musste einmal mit der Romantik Vintage. Ich bin eigentlich nicht so der Vintage-Fan und Rot ist auch nicht so unbedingt meins. Also muss ich nicht unbedingt haben. Aber ich habe schon in einem Video, ich glaube bei der Schnäppchenjägerin gesehen, sie hatte die durchgeblättert. Es ist Papier mit Erdbeeren drin. Ja, und natürlich muss ich Früchte-Freak diesen Block mitnehmen. Obwohl er auch so insgesamt jetzt ganz schön ist und ganz schöne Motive hat. Das ist auch ganz hübsch hier. Ist gar nicht so leicht vor der Kamera. Ich will das nicht umschmeißen oder euch wieder so wackeliges Bild machen hier. Hier, das hat so ganz zarte Vögelchen drauf. Das ist auch schön. Es sind auch viele so neutrale drauf, die man sehr gut verwenden kann hier mit den Herzen. Weil oftmals braucht man ja auch Papier, was nicht ganz so überladen mit Motiven ist. Hier, das ist doch ein Traum. Also für mich könnte der ganze Block aus diesen Erdbeeren bestehen. Das ist wahrscheinlich so ein Papier, was ich mich wieder gar nicht traue zu verbasteln. Alles so Schönes. Hier das Gestreifte ist auch gut. Diese, also sind auch sehr neutral, was ich auch prima finde. Hier mit den Rosen ist auch schön, oder dieses zarte Motiv. Ganz zarte Herzen. Gerade wenn man dann noch mit Stickern oder 3D-Teilen oder was auch immer arbeitet, sind die neutralen Motive echt super, habe ich gemerkt. Das ist doch sogar auch Obst, oder? Sind das jetzt nicht Pfirsiche oder so vielleicht? Oder Äpfel? Jetzt sehe ich das erstmal. Das sieht doch aus wie so ein Stängel hier und dann Blätter dran. Das ist auch Obst, ne? Ja, also alleine wegen der Erdbeeren, die habe ich gesehen und dachte, naja, den musst du mitnehmen.
Dann habe ich diesen hier und den habe ich insgesamt viermal mitgenommen. Einmal für mich, einmal für meine Schwester, einmal für die liebe Gabi und einmal schon noch für meine Brieffreundin. Sie wollte zwar zwei davon haben, aber da ich gesagt habe, ich teile meinen nicht mit meiner Schwester wie sonst immer, weil der wirklich traumhaft schön ist und ich den gerne für mich allein hätte, bekommt sie ihren eigenen Block. Natural Beauties. Zeigt euch mal so ein bisschen, falls ihr die noch nicht kennt. Hier schon allein das, diese Farben, die so ineinander laufen und so pastellige Farben, rosa, lila, also boah. Ich habe dann nur kurz reingeschaut im Laden und dachte mir so, Wahnsinn. Hier, das ist doch ein Traum, oder? Ich hoffe, ihr seht das. Hier, oder dieses Verwischte, das ist doch einfach genial. Ich liebe dieses Papier. Das ist so traumhaft schön. Und auch trotzdem neutral, weil das nicht so überladen ist mit Motiven. Hier, das ist schon fast zu so schade zum Auseinanderschneiden. Das ist alles so zart hier drauf, die Motive. Und dann die Farben. Hier, sagen Sie mal, seht ihr das? Wahnsinn. So wunderschön. Hier, der auch wieder. Die gefallen mir ja fast am besten, obwohl ich gar nicht so auf gestreift stehe. Aber das ist so. Hier das Lila und das Blau. Oh, Wahnsinn. Einfach traumhaftes Papier. Also, der Block scheint auch sehr beliebt zu sein. Von dem lag nämlich kein einziger im Regal. Der scheint immer als erstes gleich wieder weg zu sein. Wenn er denn da liegt. Und dann habe ich noch diesen mitgenommen, die Nummer 4 Pink Highlights. Der ist so rosa-grün gehalten mit viel Blumenmotiven, was ich auch ganz gerne mag. Das karierte hier hat auch was, finde ich. Dann haben wir hier, das Blatt ist doch auch sehr schön. Hier mit diesen zarten Rosenmotiven. Kein Platz hier. Hier, die sind auch sehr schön. Ist zwar einfarbig, aber trotzdem wirkt es wie so ein Farbverlauf, so ein bisschen verwischt. Einfach traumhaft. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich den haben möchte, weil ich ja so einen ähnlichen schon habe von Action, so ein rosa-grün gehalten mit Blumen. Aber ich fand ihn halt dann doch toll und für den Preis kann man da nichts falsch machen. Hier, das rechts ist ja auch wunderschön. Das. Das ist einfach traumhaft. Und so rosa-grün in Kombi, ich bin kein Fan von Grün, also ich mag Grün nicht besonders, aber so in Kombination mit Rosa ist das echt ein Traum, muss ich sagen. Hier, das finde ich auch sehr schön hier. Das links. Das hat so zarte Farben. Das ist auch schön, war einfach kariert. Und hier teilt er sich. Also wirklich wieder traumhaftes Papier. Es gab jetzt noch diesen einen, der ist, oh, sorry, so lila mit Orange, aber war von den Motiven und so nicht ganz meins. Also daher habe ich den auch nicht mitgenommen. Und diesen, der ist so, würde ich sagen, türkisbraun gehalten, aber gefiel mir gar nicht. Ich mag zwar Türkis, aber dieses Braun und die Motive waren jetzt nicht so mein Fall. Von daher habe ich den auch liegen gelassen. Ich hatte so schon genug zu schleppen. Die sind verdammt schwer, diese Blöcke. Und wenn man dann mit dem Öffentlichen unterwegs ist und die Tasche schleppen muss, puckelt man sich echt einen ab, auch wenn der Weg jetzt nicht so weit ist nach Hause. Und Platz habe ich sowieso nicht mehr für so viele Blöcke. Von daher musste das reichen. Aber ich bin ganz happy, ich muss auch nicht immer alles haben. Nur weil sie günstig sind, nehme ich nicht alles mit. Mir gefällt auch nicht immer alles. Von daher ist das ganz okay so. Da hinten steht meine Urkunde, Nicole. Die bleibt auch stehen. Hey. Also meine Lieben, das war dann so ein kleiner Mischmaschall. Action, ein bisschen Rossmann und Teddy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde mich jetzt mal ranmachen und die Sachen zusammensuchen, die ich fürs Gewinnspiel verlosen möchte. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, bald wieder. Und ich werde euch erzählen, was es zu gewinnen gibt und was ihr dafür tun müsst, um in der Verlosung teilnehmen zu können. Das Bastelvideo folgt natürlich auch noch. Also, ihr dürft gespannt sein. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.